Ich treffe heute den Alt-OB von Herne, Herrn Wolfgang Bricker. Ein Mann der ersten Stunde und einer der Gründungsväter der Herner Tafel. Herr Bricker, Sie hatten ein langes und ereignisreiches Berufsleben, zunächst als Lehrer, als Schulleiter oder mehrere Realschulen, waren lange Jahre Oberbürgermeister der Stadt Herne und hätten sich eigentlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden können. Haben Sie aber nicht. Sie haben den Vorsitz und waren, wie eben angekündigt, einer der Gründerväter der Herner Tafel und haben den Vorsitz dieser Herner Tafel seitdem inne. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Also es war Februar 2007, als mich der Franziskanerpater Horst, Bruder Horst, anschrieb und mich fragte, ob ich mitmachen würde bei der Gründung einer Tafel in Herne. Es gab vorher schon mal einen Versuch, da hat man sich allerdings nicht einigen können und jetzt wollte Bruder Horst also einen neuen Anlauf nehmen. Und da ich Tafel kenne und auf der anderen Seite mir bewusst war, wie wichtig eigentlich solch eine Einrichtung ist, gerade für die Menschen, die sozusagen nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, war ich gerne bereit, wenn es denn klappte, hier mitzuhelfen. Mir war es gelungen, auch den Heinz Nioff, den stellvertretenden oder den Vorstandsmitglied der Herner Sparkasse zu gewinnen. Wir saßen dann in kleiner Runde zusammen, der Pater Horst, der Wolfgang Blisse, der war damals schon der Chef und derjenige, der für das operative Geschäft der Suppenküche zuständig war. Dann den Herrn Basner von der Wattenscheider Tafel. Ja, das waren wir eigentlich, die zusammengesessen haben und überlegt haben, wie können wir diese Tafel gründen und was ist zu tun. Wir waren alle dazu bereit und wir sind dann diese ersten Schritte gegangen. Wie würden Sie die Entwicklung der Tafel rückblickend beurteilen? Also eines war positiv, muss ich sagen. Wir standen ja damals sozusagen vor dem Nichts. Tafel, das ist etwas, was sich selbst finanzieren muss, nur durch Spenden. Das war das Erste. Und wir brauchten einen Ort, wo wir die Lebensmittel, die wir bei den Discountern eingesammelt haben, sortieren, aufbereiten. Wir brauchten Fahrzeuge, wir brauchten Mitarbeiter, Freiwillige oder ein Eurojobber, wie wir damals also immer gesagt haben. Ich muss sagen, also hier fanden wir in Herne sowohl bei der Bevölkerung, bei den normalen Menschen, die also gespendet haben, kleine Spenden, große Spenden, als auch bei den Firmen und bei den Handwerkern offene Türen. Das war eigentlich das Schöne dabei. Auf der anderen Seite war das natürlich ziemlich schwer. Wie fängt man solche Geschichte an, muss man sagen. Da hat uns die Wattenscheider Tafel geholfen. Ja, was würden Sie heute anders machen, wenn überhaupt etwas anders zu machen ginge? Ich glaube nicht. Wir haben damals gesagt, wir tun unser Bestes und versorgen zwischenzeitlich ja ungefähr 2000 Menschen hier in Herne. Und wir hatten damals gedacht, naja, irgendwann hört das auf mit der Tafel, wird es also weniger. Aber im Gegenteil, die Zeiten sind also für viele Menschen immer schlechter geworden. In einer so langen Zeit, in der Sie der Tafel jetzt vorgestanden haben, ist sicherlich einiges passiert. Erinnern Sie sich da so an besonders schöne oder auch an nicht so schöne Dinge, die da in der Zeit passiert sind? Ich war ja eigentlich derjenige im Vorstand, wie andere auch, die also die Türöffner waren, die also Ansprechpartner waren für Firmen. Herr Blisse ist derjenige, der also für das gesamte operative Geschäft zuständig war. Und da gab es also einige Schilderungen, die sehr zu Herzen gingen, sehr bewegend waren und andere, die also dann auch schlimm waren, das muss man dazu sagen. Bewegend, ich erinnere an eine Geschichte, da gab es bei uns einen Anruf, einen Tag vor Heiligabend. Es gäbe also hier in Herne irgendwo in einem Hochhaus eine Oma mit 5 Kindern, die hätten im Grunde genommen nichts. Sie säßen da ganz alleine da vor Weihnachten, solche Bitten bekommt. Aber dann ist also Herr Blisse mit Mitarbeitern dorthin gekommen, kam in eine Wohnung, da war eine Mutter mit ihren 5 Enkelkindern, das älteste war 15 Jahre. Bitterste Armut. Die Eltern hatten also ihre Kinder verlassen, allein gelassen und die Oma saß dann ohne jede Unterstützung. Und unsere Leute brachten dann Weihnachtspakete, Lebensmittel, was sie also dann brauchten. Und
Der Bisse erzählte dann das Leuchten sozusagen in den Augen der Kinder und der Familie. Das wäre etwas, was er sein Leben lang nicht vergessen würde. Das ist eine solche schöne Geschichte, wo man sieht, wie toll Hilfe ist. Es gibt andere Dinge, die uns das Leben schwer gemacht haben. Es gibt Bedürftige, die denken, sie hätten Anspruch darauf. Kommen mit Forderungen. Manchmal sehr robust, manchmal sehr fordernd, sehr ungehalten, bestimmt von unseren Mitarbeitern, die alle ehrenamtliche Mitarbeiter sind. Ja, das ging sogar so weit, dass wir also dann einmal jemanden hatten, der unter Drogen dann, zwar kein Deutscher, sondern ein Afrikaner, unter Drogen, also Einfluss und Alkoholeinfluss, unser bedroht hat, bei uns einen an der Ausgabe, bei der Ausgabe verletzt hat und Menschen dann, also andere Herrn Blisse, mit dem Messer bedrohte. Das sind ganz schlimme Dinge gewesen. Sowas gibt es auch, aber das ist ganz selten. Aber diese Forderung zu meinen, das ist selbstverständlich, das steht mir zu, das ist manchmal doch ein bisschen schlimm. Ja, da erübrigt sich eigentlich meine nächste Frage. Was meinen Sie, wäre es nicht schön, wenn wir die Tafel überhaupt nicht haben müssten? Ja, natürlich. Also die Tafeln sind auch angefangen, haben gesagt, okay, wir helfen und irgendwo wird sich dann in der Zukunft etwas ändern, wird anders werden. Haben wir auch alle gedacht und gehofft. Und wir wissen, die Zeiten sind also für viele Menschen schlechter geworden. Der Anteil derer, die also so am Existenzminimum leben, der Anteil ist im Laufe der Zeit immer größer geworden. Noch können wir auch die Menschen versorgen. Es wird immer knapper, denn die Geschäfte kalkulieren ja auch immer schärfer und immer enger eigentlich. Sodass also dann wir befürchten müssen, wie es einigen Tafeln zwischenzeitlich geht, dass irgendwann mal es nicht mehr reicht. Ja, Herr Becker, nichtsdestotrotz werden Sie jetzt sicherlich in den Ruhe- oder vielleicht auch Unruhestand gehen, gehe ich mal von aus. Was wird sich für Sie in der Zukunft ändern? Oder können wir vielleicht sogar noch einmal mit Herrn Wolfgang Becker an einer anderen Stelle rechnen? Also ich glaube schon, wenn also irgendetwas kommt, wo Not an Mann ist, dass ich mich also vielleicht engagieren konnte. Aber ich habe gedacht, solange du noch einigermaßen fit bist, ich werde im Januar 78 Jahre alt, dann versuch, das, was du ehrenamtlich getan hast, auch in jüngere Hände zu legen und vernünftig zu regeln. Und noch eine letzte Frage. Welche Tipps und Ratschläge und gute Wünsche vor allen Dingen geben Sie einen Nachfolger bei der Tafel mit auf den Weg? Ja, ich denke schon, er wird das gute Händchen, das richtige Händchen haben. Ich wünsche ihm viel Erfolg, alles Gute und auch ein Stückchen Freude bei dieser nicht leichten Aufgabe. Sicherlich Ratschläge, glaube ich, brauche ich ihm nicht zu geben. Er weiß, was er zu tun hat. Und es werden auch neue Aufgaben gekommen, die wird er bewältigen, zusammen mit seinen Vorstandskollegen. Das geht schon in Ordnung. Ja, Herr Becker, da bedanke ich mich für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen und Ihrer Gattin für die Zukunft das Allerbeste. Und vielleicht sehen wir Wolfgang Becker ja irgendwann und irgendwo noch einmal wieder. Ja, Dankeschön.